So, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich habe ein bisschen aufgerüstet, das Rode Go Wireless Funkadapter, damit man ohne Kabel verwenden kann. Ich wollte es jetzt eigentlich gerade verwenden, aber leider brauche ich einen Adapter, weil hier hat es nur drei Pins und ich muss da jetzt ein Übergangsstück haben. Auf vier habe ich jetzt endlich rausgefunden. Habe mich immer gewundert, warum das mit dem iPhone nicht funktioniert. Ja, jetzt morgen gehe ich mal zu Expert. Ich hoffe, ich finde so ein Teil. Leider ist das nicht mitgeliefert, finde ich scheiße von Rode, weil das braucht eigentlich jeder. Na gut, jetzt ist es so. Also, jetzt seht ihr, was ich so die letzte Woche, die paar Tage erlebt habe. Die Fahrt nach Spanien. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Bis später. Jetzt haben wir Pizziers passiert, jetzt geht es Richtung Narbonne, über Land, es hat kaum Verkehr, die sitzen glaube ich alle im Hockdown, also im Sitzen, ja, bald sind wir in Spanien. So, und jetzt geht es auf eine lange Gerade. Das Meer, endlich sehe ich das Meer. Aber es regnet. Es regnet, scheiße. So langsam wird das etwas. Da hinten ist das Wetter auch besser. Und ich fahre auf dem letzten Tropfen. Da Tanzanzeige ist leer, schon lange. Und ja, wenn es um die Kurve geht, fest oder stark hoch, dann saugt er kein Diesel mehr an. Aber dafür das kann ich eben da umschalten auf den Tank 2, den 10 Liter Reserve. Das heißt, ich habe immer 10 Liter, die ich mindestens dabei habe und kann sofort umschalten. Ist wirklich eine super Sache, um eben alles zu brauchen. Es sind noch 80 Kilometer, noch etwa 30 muss ich schaffen, dann der Rest macht dann der Reservetank. Dann kann ich in Spanien tanken. Jetzt mal schauen, solange noch fährt geradeaus, ist alles gut. So, wir fahren wieder in die Sonne, so weit bis wir Sonne haben oder eben eine spanische günstige Tankstelle, wie auch immer. Aber es sieht gut aus. So, bei Perpignan, da lohnt sich auf die Autobahn zu gehen. Da fährt man eigentlich direkt nach der Nationalstraße hin und weil das kostet dann wenig, nur 3,10 Euro. Das lohnt sich nicht da unten durch und über 3,5 dürfen glaube ich gar nicht, soviel ich weiß. Und ab Spanien ist ja dann kostenlos. So, der Grenzübergang habe ich passiert, da gibt es keine Kontrollen. Das wäre die Straße, wenn man unten durchfährt. Ich fahre jetzt auf Reserve, kann aber immer mal umschalten, wie hier, wenn es gerade ist. So, ich habe es geschafft bis zur Tankstelle. Und die ist sackgünstig. Wo steht's? Da. 1,189. Also günstiger geht fast nicht mehr. Guckt mal das an. 1,39 die nächste Tankstelle. Keine 100 Meter weg. Ich meine, da geht ja niemand tanken. Ja, wir fahren jetzt wieder auf die Autobahn, weil hier fängt es an zu regnen und weiter unten eben nicht. Ja. Also, ach ja, ich bin durch ganz Frankreich ohne diesen hässlichen Kleber gefahren. Der kommt bei mir nicht an die Kiste, weil, ja, mit dem verschwende ich nicht. Ich habe auch keinen toten Winkel, ich bin ja voll mit Kameras bestückt. Also ist nochmal gut gegangen. So, wieder ein bisschen in der Nacht fahren. Wir fahren noch ein bisschen weiter und dann haben wir einen Übernachtungsplatz, mehr ist das dann nicht, aber ja, so langsam bin ich reisemüde, ich brauche mal eine Pause dann, aber sobald ich einen schönen Platz gefunden habe, und das muss natürlich auch ein bisschen mehr im Süden sein,
Weil das Wetter sollte ja auch stimmen. Ah, wenigstens mal ein bisschen Abendrot. Wunderschön, wie das spiegelt, auch am LKW. Na, das sieht doch toll aus, ey. Wow. So, bin im Dorf Hostalik. Kein Mensch auf der Straße, wie ausgestorben. Ich bin René und ich habe heute Geburtstag und ich bin der beste Bläser auf der Welt. Jetzt könnt ihr gleich sehen, wie ich das Ding hier wegblase. Oh, die Hälfte. Wieder eine mehr. Noch eine. Voilà. So, bin ich unterwegs mit den Wölfen da in Spanien, noch oberhalb von Barcelona. Schönen Platz gefunden, mit ein Stück Natur. Und da fahren wir jetzt gleich durch, ich mit dem Rad. Schon lange nicht mehr das Rad rausgeholt. Ja, wenn man reist, he. Aber jetzt machen wir wieder eine Tour, eine kleine wenigstens. An einem kleinen Flüsschen entlang. So, da oben ist noch Burg oder ein Herrschaftshaus. Ah, wunderschön hier. So, wir werden verfolgt. Wir sind ab jetzt zu dritt, mal schauen, wie lange. Und wem der gehört, keine Ahnung. Da vorne ist das Dorf La Tondera auf dem Hügel da entlang. Sind die Häuser. La Tondera heißt das, habe ich gerade gelesen an der Tafel. Könnt ihr gucken, wo das ist? Ich weiß es selber nicht. Irgendwo in Nordspanien. So. Hier drehen wir wieder um. He? So, da hinten ist mein Übernachtungsplatz. Zuerst stand ich da an der Straße, kam die Polizei. Ja, hier darf ich nicht stehen, aber ich dürfe da hinten hinfahren. Ja, und so bin ich jetzt da. Tipptopp, super Platz. Schön im Grünen. Back to the roots. So, wir fahren jetzt weiter über den Fluss hier. Es regnet. Weg hier. Barcelona. Industrie. Und wieder über 100 Kilometer abgespult. Da links scheint die Sonne auf dem Meer, aber ich fahre dem schlechten Wetter davon. Ich hoffe, ich kriege heute noch Sonnenschein wie gestern Abend, aber eben das Wetter hat mich eingeholt über Nacht. Tja, also fahren wir einfach. Viele LKWs hat. Da ist das Meer und da hinten ist schönes Wetter, aber ich habe ja kein Amphibienfahrzeug leider. Ja, mein Batteriestand, der ist ungefähr bei minus 700 Ampere Stunden. Also, ich komme mit einer leeren Batterie nach Spanien. Ich nehme doch keine volle Batterie, genauso nicht wie ich keinen vollen Wassertank mitnehme in dieses sonnenreiche Land. Nur zur Zeit ist sie nicht da, im Norden zumindest. Ja, der Engine geht es übrigens auch schon besser. Die Narbe ist bis jetzt immer noch zu, alles gut. Aber die ist sicher 12 cm lang und keine Haare. Ich erspare euch den Blick. Ja, aber das braucht jetzt halt Zeit.
weiter, etwa 100 Kilometer weiter. Hab noch auf der Raststätte angehalten, noch einen jungen Mann mit jungem Kind getroffen. Bisschen geplaudert, schön. Grüße an dich, wenn du das Video schaust. Ja, da vorne ist die Sonne. Und ich hoffe, ich fahre dann irgendwann mal auch in die Sonne rein. Wow, endlich habe ich es geschafft, die Sonne. Ja, die brennt schön durch. Und endlich lädt es meine Batterie. Ich bin ja da sicher bei minus 700. Ich muss den mal abstellen, resetten. Deswegen stimmt die Anzeige nicht. Ja, endlich Sonne. Und 14,5 Grad, es bessert langsam. Ja, die Frage kam noch auf wegen der Einzelbereifung, ob ich zufrieden bin. Ich bin zufrieden, es sieht natürlich viel besser aus. Klar, er ist nicht so stabil hinten wie mit Doppelbereifung, aber das weiß man ja, oder ich wusste das. Das heißt, er schlingert ein bisschen, aber man gewöhnt sich dran. Eigentlich, ja, man muss ihn halt ein bisschen gegensteuern. Dann, wenn ein bisschen Wind kommt oder so, aber das ist alles machbar. Es gibt natürlich nicht nur Vorteile, es gibt eben auch Nachteile. Aber prinzipiell bin ich jetzt ein bisschen höher auf Bodenfreiheit und halt die Umdrehungen sind besser. Den Tacho muss ich noch eichen irgendwo. Ja, das zu dem. Und dann habe ich noch eine weitere Frage, die ich beantworte, war Luft in die Reifen bringen. Und zwar nimmt man Bremsreiniger aus diesem Grund, weil wenn man einfach Luft reinlässt, dann kommt die wieder raus zwischen den Felgen, weil der Reifen nicht genau an den Felgen ist, das sind ja schlauchlose, und da kann man sie nicht pumpen. Und wenn man den richtigen Bremsreiniger hat, spritzt man da einfach so 1-2 Sekunden Sprutz rein, dann verdunstet der, das heißt, es gibt Gas, dann zündet man an, da gibt es einen Knall und gleichzeitig lässt man dann Luft rein. Beim Knall wird dann der Reifen auf die Felge gedrückt und damit kann die Luft nicht mehr entweichen. Das macht man dann gleichzeitig. Das habe ich schon 2-3 Mal gemacht, in Albanien zum Beispiel. Ja, nur diesmal war der Bremsreiniger der falsche. Scheiße, ich muss da mal gucken, dass ich den richtigen finde, der eben verdunstet. Da gibt es auch einen Knall und dann brennt es nicht. Ja, einfach nicht zu viel rein. Nee. Und das zudem noch, damit ihr Bescheid wisst. So, jetzt bin ich auf der Höhe des Ebro-Delta. Da kann man auch gut stehen, aber wir fahren weiter. Leider hat es da vorne wieder eine Wolke. Ja, es geht immer mehr im Süden, aber wir haben schon 16,5 Grad. Tipptopp, so lässt sich das leben. Gibt gerade kräftigen Seitenwind, wie ihr seht, aber es geht trotzdem gut zum Fahren. Ja, Wahnsinn, der Temperaturunterschied. Jetzt ist plötzlich 21 Grad. Hey. Das ist ja krass, hey. Von einer Region in die andere. Also immer noch Höhe Ebro-Delta. Auch ein schöner Anblick. Jetzt bin ich noch irgendwo vor Valencia. Aber so langsam werde ich langsam müde. Die Sonne steht aber immer noch da oben, wo sie in Nürnberg um den Mittags herum hoch steht. Aber hier ist jetzt schon, es ist 4 Uhr, also mehr Sonne hier. Die Tage sind auch länger. So, mir reicht's für heute. Suche jetzt einen Schlafplatz am Meer oder auf dem Hügel da. Mal schauen, wie weit ich komme. Wunderschöne Gegend, hey. Ich habe es glaube ich wieder mal gut erwischt, gefällt mir. Wie
Jetzt komme ich noch durch diese Bäume und Büsche. Ah, Bergstraße. Ja, da nehme ich euch gleich mit, weil das ist was Schönes. Ziemlich steil. Und da ist das Meer. Herrlich. Nach 200 Metern. Ja, wunderbar. Sich das Ziel auf der rechten Seite. Könnte sogar da hochgehen. So, da steht schon einer. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Ja, nun, egal. Super Platz erwischt, Sonne geht dann irgendwann unter und die geht am Meer auf und da unten steht mein Wohnmobil. Ich hätte da hochfahren können eigentlich, aber die Bäume nehmen mir die Sicht zum Meer und schaut euch den Strand an. Wow, leider alles verbaut, Hotels. Also, das da hinter mir ist Opressa. Ja, super. Jetzt hat da wieder alles zugemacht. Egal wo ich bin, der Regen holt mich ein. Da hinten ist noch schön. Ja, alles zu. Das ist meine Aussicht vom Camper. Ich hoffe, morgen kommt die Sonne nach vorne und ich sehe den Sonnenaufgang. Hey. Ach, ist das schön. Wir genießen gerade den schönen Abend mit Blick auf die Stadt. Hä? Die stehen da wie bestellt und nicht abgeholt. Schönes Licht. Und die Düfte hier sind einmalig. Feucht nach Natur. Sonnenaufgang. So, wir machen jetzt unseren morgendlichen Spaziergang. Das ist Angie mit ihrem Schutz vor dem Kratzen, weil das juckt. Damit sie die Wunde nicht aufreißt, hat sie ein T-Shirt an. So, und wir verlaufen jetzt mal die Küste runter. So sieht es da aus. Tipptopp, wieder einen guten Platz erwischt. Diesmal aber zu Fuß, mal ohne Bike. Wieder etwas wandern. So, geht ganz schön runter. Da hinten ist eine Treppe, wo man zur Straße hochlaufen kann. Aber wir laufen da links rum. Aha, jetzt bin ich unten. Jetzt ist alles klar. Hier führte mal eine Eisenbahn durch. Eindeutig, jetzt ist es ein Fahrradweg. Tja, aber wir gehen da nicht unten durch. Sondern da wieder hoch. So, wir sind an der Küste. Oh, wunderschön. Wie die Wellen da an die Felsen donnern. Jetzt kommt eine. Wow. Oh, das herrlich. Die Natur ist das Schönste, was es gibt. Da braucht man kein TV, kein Kino. Und es ist erst noch gesund. Wunderschön. Einfach wunderschön. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Am Hafen von Opera oder so. Bin nicht mehr sicher. Opera oder Opera. So, wieder zurück. Huh. So, wieder kleine Reparatur, nicht schlimm. Ich hatte einfach ein Geräusch hier drin. Hat geklappert. Die Ursache war dieser Endanschlag. Wenn die Scheibe unten ist, ist das der Endanschlag. Da hat es eine Niete drin, man kommt nicht dazu. Jetzt habe ich da einfach eine Schraube reingedreht. Nicht zu weit rein, sonst steht sie an. Und jetzt ist das Klappern weg. Ganz einfach.
gelöst und eben nicht zu weit rein, sonst steht sie dann an diesem Teil an. Das wäre nicht gut. Aber große Ursache, kleine Lösung, tipptopp. So, wir fahren wieder weiter. Das Ziel heute ist irgendwo Murcia. Und da habe ich einen Zahnarzttermin an der Küste, aber Amanta heißt es, glaube ich. Genau. Ja, da werde ich ein Weilchen da bleiben. So, das ist Jekla, wie man es ausspricht, Jekla. Ja, bald bin ich in Murcia. So weites Land, da hat es noch Land. Kaum Verkehr hier auf der AP33 oder so. Neue Straßen, kaum Baustellen. Das ist eine andere Welt hier. Aber ich weiß es ja. Angekommen, da sind sie schon, die Künstler. Jetzt geht's auf den Stellplatz. So, ich bin auf dem Tetraparkplatz in Murcia, gerade am Wasser tanken. So, und am Wäsche waschen. Und so mache ich das. In der Not ist der Mensch erfinderisch. Damit ich nicht ständig drücken muss, weil 500 Liter, das dauert eine ganze Weile. Ich bin gleich am Waschen. Falls jemand dringend Wasser braucht, kann er von hier nehmen. Ich habe da extra ein Doppelstück genommen, aber nur für eine Trinkflasche. So, der erste ist schon gekommen. Man sei mal nicht so, dass der seinen 20 Liter Kanister füllt oder 25. Mein Tank ist fast voll, aber dauert ja eine halbe Stunde. So, das war es wieder von mir. Noch was zu Range, hier geht es viel besser. Antibiotika habe ich 5-6 Tage gegeben. Ist jetzt auch nicht mehr nötig, es hat sich keine Entzündung gebildet. Die Narbe von 12 cm würde ich sagen, verheilt gut. Auch sonst ist voll agil, das war sie eigentlich schon immer. Und ja, ich denke, jetzt braucht es einfach noch Zeit. Die Fäden, die ziehe ich jetzt dann selber in ein paar Tagen. Ja. Und sonst, ich bin im La Manga noch die nächste Zeit wegen Zahnarzttermin. Ich muss da was machen, das länger dauert. Und ja, mich haben schon 3 Stück besucht. Schön wart ihr da. Und wer sonst kommen will, ja, muss mich halt anschreiben. Ich habe nichts gegen Besuch. Adresse oder E-Mail oder WhatsApp-Nummer findet ihr in meinem Blog unter Kontakte. Ja, gut, jetzt, ja, Zeit läuft, schön ist das Wetter hier, mir gefällt es, es ist endlich warm, die Batterie ist so langsam am Laden, ich brauche ein bisschen viel Strom sonst, aber ich bin ja mit leerer Batterie gekommen und jetzt wird die langsam geladen, aber das dauert ein Weilchen. Aber alles ist gut, ich habe Strom und das ist das Wichtigste. Okay, dann bis zum nächsten Mal und wie immer Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen runter. Aber besser ist natürlich hoch. Aber macht, was ihr wollt, das macht ihr sowieso. Tschüss.